Willkommen zurück hier bei Let's Play Kingdom Hearts, der Final Mix. Heute im geweihten Land Teil 2. Natürlich auch wahrscheinlich wieder gesponsert bei Katzi. Oh, it's you guys. Man, we were hoping you were a meal. Hiya. Don't give me any of that hiya stuff. Thanks to you clowns, we're back to scavenging scraps for a living. Come on, it's not that bad. I enjoyed that weak dead elephant we had yesterday. Hey, how's Simba? We gotta laugh every time we hear that dude's name. Ooh, say it again. Simba. One more time. Simba! Simba! That's enough. Go on then. See for yourself. Simba is one wishy-washy king. Yeah, I bet about now even some of those high and mighty lionesses were wishing they'd gotten themselves a different king. Gorge, what do you think could have happened? Well, let's go find Simba and see. Scheint ja mal wieder nicht alles so rosig zu laufen. Hätt's gedacht. Wenn wir schon aufkreuzen, dann ist sowieso immer irgendetwas nicht in Ordnung. Scar? Huh? A ghost? We better tell Simba about this. Wonder if he's up there. Wäre ja nur logisch eigentlich. Aber da hätten sie mich jetzt auch so hinbringen können. Dass ich jetzt da hochlaufen darf, das ist ja... na egal. Seid ihr gekommen, um Simba zu sehen? Wir haben Scars Geist gesehen. Ein Omen wie dieses könnte nur... das Ende unserer Rasse vor... oder erzählen. Vorstellung und so. Jedoch, König Simba tut nichts. Ich schätze nur, der Sohn von dem großen König Mufasa zu sein, heißt nicht unbedingt, dass man bereit ist, das Königreich selbst zu regieren. Vertrau mir, Simba wird schon irgendwas ausdenken. Die Zeit für Denken ist vorbei. Wir brauchen ein bisschen Action. Er muss in Aktion treten. So wie sein Vater es getan hätte. Er herrschte mit Mut und Stolz. Ich erinnere mich daran, als wäre es erst gestern gewesen. Der mächtige Mufasa. Simba wird das schon tun. Du wirst schon sehen. Da bin ich nicht so sicher. Warte hier. Ich will mit Simba reden. Hat er jetzt die Löwen gemeint? Oh, keine Ahnung. Scheinbar ja, aber... Hi. You came back. Are you okay? You don't look so good. Hey Simba, why don't we team up and do something about that Scar ghost? Seems like everybody's worried about it, so now's your big chance to show him what you're really made of. That doesn't concern you. Sorry. It's okay. I just wish I knew what my father would do. But he's not here, Simba. It's all up to you now. And that means the important thing is what you're gonna do being the king, not what your father would have done. So you're saying it's all up to me? See? There you go. Exactly! Yep, yep, yep. We know your dad was a great king and all, but now it's your turn. Remember what I taught you. You gotta put the past behind you. It's time to go out there and show everybody things are gonna be just fine. Yeah, you can do it. You gotta live for today. And find your own path. Live for today. And find my own path. Not my father's. That's it. I'm glad to hear you say that, Simba.
Promise me you'll help Simba any way you can. As long as Sora handles the dangerous part. I'm counting on you, Simba. And so is our baby. Great, now we're gonna have to babysit. Let's go see Rafiki first. I'm sure he'll be able to tell us something about that ghost. Dabei hätte das jetzt schon rein theoretisch zu Ende sein können. Und wir dann Running Tackle. Einfach so. Okay. Danke. Oder so. Keine Ahnung, ganz plötzlich. Einfach hier, hier ist der Running Tackle. Geh, ne? Mach Dinge kaputt. Yay. Jedenfalls meine ich, wir können jetzt in Dinge reinrennen und dementsprechend machen wir dann Schaden. Aber benutze ich selten. Selten ist gar nicht. Um genauer zu sein. Oh, der König ist bereit, König zu sein? Ich denke schon. Kannst du jetzt etwas über Skars Geist erzählen? Oh ja, der Geist. Ein Wesen ohne Körper. Es ist dadurch entstanden, oder es ist durch die Dunkelheit im Herzen von Skar entstanden. Als es das zögerliche Herz von Simba traf. Okay, was auch immer. Zögerlich? Oh, dachtest du, das wärst du nicht? Dieser Geist klingt genau wie ein Herzloser. Ich weiß nicht. Du bist richtig, das ist es nicht. Aber du weißt, dass es erschreckend ist. Und es erschreckt die Herzen aller im stolzen Land oder in dem Gewaltland, wie auch immer. Du weißt zwar nicht, was es ist, aber trotzdem ist es. Diese Welt ist voll mit solchen Dingen. Und diese Dinge muss ein König treffen, sehen, begutachten, anglotzen. Es ist der Test, der für dich errichtet wurde, Simba. Das alles? Komm schon. Du musst uns doch mehr über diesen Geist erzählen können. Nein, nicht heute. Aber die Hyänen im Elefantenfriedhof könnten vielleicht mehr wissen. Wie auch immer, es gibt nicht viel, was der kleine Simba tun kann. Ah, komm schon, sag doch nicht sowas. Nicht, wenn er versucht, sich bereit zu machen. In seinem Kopf vielleicht, aber was ist mit seinem Herzen? Vergiss es, Sora. Lass uns aufgehen zum Elefantenfriedhof. Yay! Okay, Elefantenfriedhof, das ist... Ihr erinnert euch vielleicht damals, ganz am Anfang vom geweihten Land, als wir da hingekommen sind. Ja, ja, da war das. Wow, da ist der Geist. Der hat ein HP. Wow. Der hat jetzt verflucht lange gedauert, den Platz zu machen. Was haben die jetzt attackiert gehabt? Also ganz zu Anfang, nicht die jetzt hier. Davor. Ja. Ist das nicht... Ich wollte schon sagen, das klingt die ganze Zeit so, als wäre hier so ein Riesending. Und ich darf es nicht attackieren. Total unfair. Aber dann ging's ja. Durch das geweihte Land. Gibt's hier auch wieder. Ha. Die sind groß, halten nichts aus. Und sind im Allgemeinen nicht mal wirklich schwer. Und dann gibt's noch diese Typen. Naja. So viel zu denen. Oh, ein Frostkristall. Sehr schön. Und dann sind wir auch schon beim Elefantenfriedhof. Das geht halt verdammt schnell hier mal. Wow. Ich war hier noch nie. Ach nee, doch. Stimmt. Come on. Can't you guys just leave us alone? Do you three know anything about Scar's ghost? Huh? Scar's ghost? Maybe. You do know. Wir kennen es noch. Und diesmal dürfen wir wieder die drei Hyänen besiegen. Der einzige Unterschied diesmal ist die Tatsache, dass wir sie erstmal jagen müssen, bevor wir sie überhaupt attackieren können.
Scheiß wegrennen hier. Oh mein Gott. Nein, stehen bleiben. Stehen, ja, brav. Oh mein Gott. Was willst du mich verarschen? So. Ja, das ist immer das Problem, wenn man sie als Sora erledigen muss, dass man dann natürlich auch irgendeinen Finisher anbringen muss. Aber wenn sie vorher schon wegspringen, wegen meinen langen Kombos, dann bringt das nicht viel. So. Wer ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung, welche von den Hyänen das gerade ist, die ich verprügle, aber egal. Ich glaube, die dämliche. Um es mal jetzt ein bisschen böse zu sagen. Ja, das war die dämliche. Wo ist ein anderer? Da ist er. Okay. Hör auf, wegzurennen. Ich hasse das. Na, renne ich schon? Ich habe keinen... Ja, doch, ich renne. Ich habe meistens nicht wirklich viel Ahnung darüber, ob ich am Rennen bin oder am Laufen. Weil es erstmal immer gleich aussieht. Ja. Auch noch ein Accessoire mehr zum Ausrüsten. Finde ich schön. Oh, no. Guess you caught us all. What are we gonna do? Tell me about Scar's ghost. Sorry, we don't know nothing. Oh, wait. It's coming back to me. That's the one that only hangs out around Freddy Cats. Right, Banzai? Enough! There it is. Must be a Freddy Cat around here somewhere. Simba, do something! How does it feel to be king, hmm? Why, you need to be a truly inspiring leader by now. After all, you are the son of the great Mufasa. Where are you going? Ah, Simba, running away as always. Simba! Gorge, Rafiki was right. You mean Simba's still unsure? Seems like. Do you think there's some way we can help? Hmm. We should start by talking to Simba some more. Let's head back to the Pride Lands. Okay. Also wieder den Rückzug antreten, warum auch nicht? Aua, das ging schnell. Ich meine, ich habe schnell gespielt, ja. Ganz klar. Wo ist Simba? Nun, er ist weggerannt. Ich wusste, dass das nicht einfach wohin sein würde. Um seine Angst ins Gesicht zu sehen. Er muss an einen Ort gehen, an den er nur darüber nachdenken muss oder kann, was er zu tun hat. Nicht, was andere über ihn denken. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Aber wo ist Simba jetzt? Hey, ich weiß. Er ist in der Oase. Es ist unser Lieblings-Hangout-Spot hier. Okay, verstanden. Lass ihn uns auschecken. Ich würde mich an. Oh nein, das wirst du nicht. Simba wird dich riechen, schon von einer Meile entfernt. Wenn er schlau ist, wird er für die zu den Hügeln laufen. Ah, stimmt. Uns wird er natürlich nicht riechen. Warum auch immer. Also, ja, ich weiß, Warzenschwein soll wahrscheinlich ein bisschen strenger riechen, aber keine Ahnung. So. Immer noch nicht tot. Meine Güte. Danke sehr.
Ich wollte jetzt ungern wieder aus dem Gebiet rausrennen direkt. Das wäre irgendwie schwachsinnig gewesen. Aber irgendwie auch gut möglich bei dem Spiel. Kamera nicht richtig dreht und zack, bin ich wieder im Gebiet drin oder sowas. Und weiter drauf prügeln. Yeah. Und jetzt der hier. Gut. Der hier auch. Sehr schön. Und weiter geht's. Aber die Musik ist gut. Doch ja. Nochmal. Ernsthaft. Dämlicher Scargeist. Hält nichts aus, kann nichts, geht einmal mal auf den Sack ohne Ende. Na, Power-Jump, naja. Nichts, was ich brauche, aber wenn sie mir die geben, gerne. Genau wie die Kristalle, von mir aus. Ah, Blitz-Jump, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Auch wenn wir hier sowieso aus allem kurzen Prozess machen. Kann ich nämlich nicht anders beschreiben. Die kämpfen mal ein bisschen und schon sind sie tot. Ja, gibt mir noch mehr Schatten im Verdruss. Die sind ja auch so schwer. Meinen ja nur. Oh mein Gott, schon wieder. Meine Güte. Das ging schnell. Habe ich irgendwie nicht mitgerechnet. Ging aber sehr schnell. Fand ich gut. Luzidkristall. Oh, von mir aus. Ich liebe Goofys Fortbewegungsart. Wenn ich dabei zugucke, denke ich mir nur, geht ihm nicht schlecht. Dann wiederum denke ich an Samus. Das ist eine Metroid-Reihe. Und die kann es ja scheinbar auch. In so einem Morph-Ball müsste es sich ja auch ziemlich gut drehen können. Und das interessiert sie da ja auch nicht. Ah, da bin ich jetzt auch nochmal geheilt. Ah. Naja. Macht ja nichts. Hauptsache, alle sind gesund und munter. Oh yeah, level up. Oh, negative Kombo auch sehr gut. Kann ich nämlich für später gebrauchen, wenn ich euch die Pilz-Challengers präsentiere. Also auch da habe ich nichts gegen. Finde ich ziemlich gut so. Father. It seems even your daddy has abandoned you. How sad. Oh nein, es ist immer noch mehr Bullying. Und hier ist natürlich auch noch Geist. Natürlich. Hab ich irgendwie kommen sehen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war das ja abzusehen, dass da auch noch einer sein wird. Ey, je mehr Zeugs. Je mehr, desto besser. Hinterher heißt es dann sowieso wieder Farm, wenn ich irgendwas Spezielles herstellen will. Also, naja. Dabei schon, jo. Dabei schon. Oh mein Gott. Au. Stretchy Arms hier, ja. Stretchy Arms. Zuh. Simba! It's no use. I'll never be the king my father was. But Simba, that's not what you're supposed to be. You can't be Mufasa. You can only be you. Everybody believes in you as a king. They just want to see what you'll do. And if anyone's saying they liked your father better, it's because you haven't done much yet. That's all. I know that. Then stop moping and do something. I can't. Fine. Let's go, Sora. Yeah. Why stick around if he's not even gonna try?
Come on, Goofy. The hesitant king will one day lose all his friends. King Simba the Dapper. Worried by a silly old ghost. Ooh, Simba the Do-Nothing King. No! Try and stop me. You did it! The ghost is gone! We knew you could do it! Hooray for Simba! You know, I'm really lucky to have friends who'll stand by me and help me see clearly. My father wasn't so fortunate. There you go again. I mean, everyone here and in the Pride Land wants me to succeed. Sora, Donald, and Goofy. Pumbaa, Timon, Rafiki, Nala. You all want what's best for me. But my father always had Scar lurking behind his back, trying to cut him down. I've got to make the most of my blessings and rebuild this kingdom. Are you gonna say it or do it? Wait and see. Simba! Simba, come quick! There's a bazillion ghosts of Scar haunting the Pride Lands! Everybody but Nala hightailed it out of there, and now she needs your help! Our little Simba, all grown up and finding his place in the world. Nice try, you're coming too! Beim nächsten Mal verteidigen wir also das geweihte Land gegen die haufenweise vorhandenen Geister von Scar. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und Tschüss, Leute!